Ja, moin, liebe Freunde der Kriegsführung. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Valkyria Chronicles 4 in der Complete Edition. Wir fahren fort. Und zwar werden wir jetzt erstmal trainieren gehen, beziehungsweise unsere Soldaten. Welcome, Captain Wallace. Let's begin the training course. Machen wir. So, who will it be today? Alle. Ja, und wie man merkt, der Knoten bei Lina löst sich langsam. Also sie hält es langsam nicht mehr aus. Was aber gut ist. Weil sie muss sich jemandem anvertrauen. Es reicht nicht ganz. Schade. Schade, es reicht nicht ganz. Done for the day? Ja. Die Punkte kriegen wir ja alle wieder. Das ist ja das Schöne. Schade, können wir nicht nutzen. Ich hätte es gerne genutzt. Oh, hey Claude. Hi. Guck mal, was hast du denn Schönes? Neue Waffen. Galleon S3. Nehmen wir. Das heißt, ich muss sowieso gleich in den Kommandoraum. What do you think? Cool, right? Aber sowas von. Lenfield M8. Achter Version done, schon. Claude. Alter Schwede. What do you think? Cool, right? Aber sowas von cool. So, wie sieht's hier aus? Max M12. Wow, a masterpiece. Almost seems like a shame to use it. Ja, ist fast schon beschämend, das einsetzen zu müssen, ich weiß. Personenschaden bleibt da gleich, nur gegen Schutz geht höher. Naja, nehmen wir trotzdem mit. All done, Claude. What do you think? Cool, right? Aber man merkt, das Gewehr verändert sich, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Die Robinson, langsam verändert sie sich. So, wir haben hier noch die Lanciers. Mörserlanze nehmen wir mit. Und die andere Lanze auch. Wow, a master. Standardversion M2 EQ8. Nehmen wir mit. Wow, a masterpiece! Ja, da muss ich sowieso gleich nochmal rein zu den Scharfschützen. Da müssen wir unbedingt. Oh, warte mal. Ich sehe gerade, das Präzisionsgewehr für die Genauigkeit hat eine wesentlich höhere Reichweite jetzt. Hat schon die ganze Zeit eine höhere Reichweite. Ich glaube, das sollte ich dem mal stattdessen geben. Wow, it turned out great. Das GSR-12. Hey, let me snap a quick picture before you run off with it. Ja. Genau, 12. LF Wasp Nummer 8 nehmen wir auch mit. Werden wir aber nicht ausstatten. All done, weil Lina hatte ja zuletzt dieses 3-Schuss-Gewehr. Cool. Ich rede jetzt einfach drüber, weil das haben wir schon so oft gehört mittlerweile. Da ist es wirklich egal mittlerweile. So, einmal den Anti-Infanterie-Mörser Hartmann MS5. Wow, it turned out great. Einmal die Mischversion, hätte ich jetzt gesagt, den Sanders M8. Wow, a masterpiece. Almost seems like a shame to use it. Ja, ja. Und Antipanzer Elias MA5. Wow, a masterpiece. So, wir haben einen besseren Flammenwerfer. Der macht 40 Punkte mehr Schaden. Sehr gut, nehmen wir mit. All done, Claude. What do you think? Cool, right? Ja. Sowas für cool. Keine neuen Granaten. Das ist beschämend. Aber eine neue Uniform. Verteidigungspunkt 1. Das ist ja normal mittlerweile. War doch ein Punkt, ne? Ja, ein Punkt. Es ist immer ein Punkt. All done, Claude. Aber ein Punkt ist ein Punkt. Nehmen wir mit. Sprengstoffanzug. AD8. All done, Claude. What do you think? Cool, right? Jo. Einfach cool. So, dann haben wir das. Dann gehen wir erst zum Schiff oder erst zum Panzer? Wir gehen erst zum Schiff. Reparaturwerkstatt 1. Nehmen wir. All done, Claude. Gut, damit ist das Schiff durch. Fürs Erste. Das heißt, jetzt kommen die Panzer dran. Und Hafen hat schon wieder mehrere Upgrades. Schrapnell. Nehmen wir. Wow, a masterpiece. Pump verstärken, Punkt schweißen. Nehmen wir. Ja, damit. Also wenn das so weitergeht, wird der Sherman hier bald noch zum Tiger, wenn das so weitergeht. Aber man sieht schon, so viel kommt nicht mehr für den Sherman. Also wir haben wirklich schon das meiste durch. Oder ja, wir haben jetzt in etwa die Hälfte, würde ich sagen, vom Sherman. Hier ist nichts. Aber hier ist nochmal Rumpf verstärken. Carbon-Unterseite, 250 Lebenspunkte, 3 zu 2 Größe. All done, Claude. Ob das noch passt? Nein. Nein.
klares Nein. Passt nicht mehr. Aber das von den Imperialen passt auch nicht, ne? Ne, passt auch nicht. Doof. Doof. Richtig doof. Okay, dann eben nicht. Aber ich glaube, dann ist der Sherman jetzt auch erstmal durch. Ja, der Sherman ist durch. Okay, dann gucken wir uns mal die Glory an, den Panzerkampfwagen 2. Rumpf verstärken, extra Nieten. Jawohl, nehmen wir mit. Wow, it turned out great. Hey, let me snap a quick picture before you run off. Ja, schieß schnell dein Bild und dann geht's weiter. Visier-Upgrade. Kugelsicheres Visier. Genauigkeit 3. 1 zu 1 für 3500. All done, Claude. Warum nicht? Kugelsicheres Visier. Kommt hier hin. Zielrechner. Oh, Genauigkeit um 10 Punkte. Federantrieb ist auch gut. Nehmen wir mal beides mit. So. Dann wird die Glory nämlich noch ein bisschen besser. Auf was die Aktionen angeht. Weil gerade Aktionsradius ist ja so ein bisschen so ein Blattfeder. Nochmal Aktionspunkte. 2 zu 1. Nehmen wir. Her damit. Wow, it turned out. So, kriegen wir das noch unter? Ja, aber dann wird auch der Platz so langsam knapp. Also man merkt, unsere Glory wird langsam richtig flink. Gut, dann haben wir jetzt noch den Kaktus und dann sind wir durch. Und der Kaktus hat nicht sehr viel, doch hat er. Verbesserter Träger, plus 2 Kapazität. 2 zu 3 Blockgröße, 20.000 nehmen wir mit, auf jeden Fall. Wow, it turned out great! Und das heißt, jetzt kann er 4 Leute, oder er könnte 4 Leute mitnehmen. Ja. Hätten wir halt nicht das Problem, dass wir keinen Platz haben. Toll. Dann kann er eben keine mehr mitnehmen. Verstärktes Blatt, 50 AP. Aktionspunkte. Wow, a masterpiece! Er müsste dringend mal größer werden, der Kaktus. Dann könnte ich ein bisschen mehr unterbringen, aber so schwierig. Naja, gut. Dann haben wir die Kaktus auch durch. Das heißt, wir sind hier fertig. Jetzt müssen wir nur noch... Ja, wir sind fertig. Wir sind fix und fertig. So, Kommandoraum. In der letzten Zeit haben wir ja leider keine neuen Rekruten zugekriegt. Was ein bisschen blöd ist. Tatsächlich. Gucken wir mal. Du bist fertig. Raus. Stattdessen nehmen wir mal Rosetta mit. Azusa ist okay. Saiga, den brauchen wir auf jeden Fall. Scott, genau, Scott habe ich noch gar nicht gemacht. Ryan bräuchten wir eigentlich nicht mehr. Ich werde ihn aber trotzdem da halten. Emmy war auch durch. Flore ist zwar auch durch, aber egal. Lily ist durch. Behalte ich aber trotzdem erstmal im Team. Kygel ist Unteroffizier, genau. Sind eigentlich alle durch soweit. Ich wundere mich immer noch, dass wir keinen neuen Ingenieur zukriegen. Wir haben immer noch nur 3 Ingenieure, also es ist echt merkwürdig. Ich hätte eigentlich gedacht, dass mittlerweile sich der eine oder andere zugesellen würde, der Ingenieur ist. So, die haben sie wieder umgestellt auf den, das war klar. Nein, hier bekommt die Brawn. Qualifizierte Einheiten ausrüsten. Damit dürften jetzt alle so sein. Klar, er ist nicht nur Panzerkommandant, sondern eben halt auch Aufklärer. Genau, sämtliche Aufklärer haben jetzt die Brawn. Ah, bei denen bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig, wenn ich ehrlich bin. Wobei, die Max ist gut am Aufholen. Aber, nee, behaltet man die. Ferrier ist die einzige, die eine andere Waffe hat. Obwohl sie die inzwischen auch nicht mehr hat. Racing M9A1R. Die hat mehr Reichweite und deutlich mehr Schuss. 15 Schuss hat die mehr. Aber die macht 7 Punkte weniger Schaden. Aber es gleicht die Menge wieder aus. Die imperialen Waffen haben alle so eine geringe Reichweite. Das ist richtig ätzend. Ich meine, für mich ist es wiederum gut, ne? Aber trotzdem ist es irgendwo blöd. So, das ist okay soweit. Die Pioniere kriegen wieder die Brawn. Genau. So, die Scharfschützen. Ganz wichtig. Nein. Nein. Hm, ja,
die Reichweite ist in etwa gleich, aber nee, ihr nehmt die hier. Die GSR-12. Und zwar alle, auch Lina. Okay, gut. Damit sollte das jetzt auch endlich geklärt sein. Du bekommst wieder die Panzerabwehrgeschichte. Die ist einfach zu wichtig. Und nur sie. 1100, aber die Reichweite ist sehr gering. 100. Fies. Fies. Wobei die hier, Elias MA4R, die ist sogar besser. Die macht aber auch Panzerabwehrschaden. Das ist sehr gut. Dann nehmen wir nämlich die. Bei gleicher Reichweite mehr Schaden. Und das einfach mal 60 Punkte. Das ist nicht schlecht. Geben wir ihr einfach mal. Und die anderen bleiben soweit auf Infanterie weiter. Während Riley halt Panzerabwehr macht. Gut. Haben wir das auch. Ferrier bleibt Anführerin. Das ist in Ordnung soweit. Gut. Ja, wir sind bereit für die nächste Schlacht. Wir gehen jetzt aber erstmal zurück zum Buchmodus. Und dort wird erstmal gespeichert. Und dann machen wir das Zwischenszenario Geschenk von oben. Habe ich ja gesagt, dass wir das machen wollen. Und zwar machen wir Geschenk von oben, Engel im Maschinenraum. Angie, would you please hand me the wrench with a 12 on it? 12, 12. Oh, here it is. That's the one. Thank you. Hey, you can go play in the mess hall if this is boring. I'm sure someone there would love to hang out with you. Then again, they'd probably fight over you. It seems everyone likes having you around. You're like the guardian angel of this ship. Oh, süß. Angel? It means you're beautiful, inside and out. Nuh-uh, Riley. You're the prettiest on the ship. Outside and in. Oh, süß. Aw, that's what makes you so sweet. I wish we could keep you aboard forever. But not all dreams come true. Do I have to get off the boat? Not now, but eventually. Yes. This ship is headed for the front lines of battle. We can't just take a little girl into a combat zone. I'm sure the captain will take good care of you. Maybe drop you off at the next port. Hopefully you can get your memories back by then. My memories? Are you scared to remember? Mm-hmm. I understand. Not all memories are happy ones. But it's sad that you can't remember the people you love. Love. Like family and friends. Maybe even a boyfriend. Da wird sie rot. Oh, I'm pulling your leg. Come on. We've still got a lot of repairs to do. Let's see. The Ragnoline chamber's been looking unstable. I assume it's just wear and tear, but I guess I'll have to shut everything down and test it first. Valve 5, I think. Huh? It says it's tired and stressed out. Huh. Oh, you're right. Valve 5 does look pretty worn. Angie, you really are an angel. Eine neue Episode wurde hinzugefügt. Geschenk von oben, Angies Zukunft. How'd she figure it out? That would have taken me hours. Riley, I thought you were watching Angie. She's having her checkup at the sick bay. Good timing. The captain has decided what to do with her. Oh, so it's already settled.
wish we could have had a little more time together. No, no, you got it all wrong. Angie's not going anywhere. Huh? She'll be staying aboard for now. The captain wants you to look after her. But that means Angie could get caught in the crossfire. That's what I said. We're already knee-deep in enemy territory, to say nothing of the cold. But the captain determined that if she leaves now, we can't guarantee her safety. Still, he didn't seem too keen on the idea himself. It felt like something was weighing on him. Like what? Sorry, I couldn't really get that out of him. In any case, I want you to keep her safe. That goes without saying. Until her memories return and she's back home. I'll protect her. It's my responsibility. Pflegemama Riley. Well, that settles that. I'll go tell Angie the good news. Hey, wait. I need to ask you about... Wow. She's completely smitten. Tja, wer kann's ihr verdenken? Neue Episode! Zwischenspielgeschenk von oben, helfende Hand. Very good, Angie. Splendidly done. Doctor, how's Angie? Riley! Angie, you... Wait, what's that smell? Blood? What happened? Are you hurt? Well... Sag her, sie ist wie so eine Mutter. Not to worry, Riley. Angie's in perfect health. We just treated a soldier who shot himself in the foot. Mm-hmm. It was an emergency, and we're understaffed, so Angie assisted me with the operation. I was his helper. You helped treat a bullet wound? That's amazing. Tja, die Kleine scheint sehr talentiert zu sein. She was a little scared of the blood, of course. She was very brave and calm the whole time. That girl really is an angel. Even when I was covered in blood and panicking, she just held my hand and smiled. Thanks to her, I managed to work through the pain. And this damn quack barely gave me any anesthetics. I'll take that as a compliment. That reminds me, I need to disinfect your wound. Let me get the strong stuff. Ah! Stay away from me, you Batman! Sergio, you're scaring him. Merely a joke, Angie. Would you mind disinfecting his foot then? Apparently, only you can make him feel better. Okie dokie. We've got ourselves a little nurse on staff. Mm-hmm. Angie. Eine neue Episode. Geschenk von oben, Liebling der Centurion. Pardon me, is Angie here? Angie's at the sick bay right now. Is there something I can help you with? Als wäre sie die Mama. Ohne Scheiß. Oh, I just wanted a hand peeling the potatoes. Can you let me know when she gets back? Mm-hmm, Kartoffelschälen. Zu faul dafür, wa? Sure, no problem. Hey, Angie. Oh, Riley. It's just you. Ja, oh, hey, Angie. Oh, Riley, du bist es nur. Ach ja, die Tante mit den komischen Granaten. Angie's helping out in the galley. Well, I'm on laundry duty, so I was wondering if she'd like to join me. Yeah, I'll tell her. Angie, I've got some candy drops for you. Whoops, sorry, Riley. I was hoping you were someone else. Oh well,
I'll just wait here until... Ich hatte gehofft, du wärst jemand anderes. Ernsthaft? Get out! Jeez. Angie. That's all anyone can say. I want to play with her too, you know. If this keeps up, I'll never get to see her. No, Angie's not here. Riley? It's me. Sie sagt Riley, aber da steht Schwesterchen. Also da ist auch irgendwas falsch. Angie! Sorry about that. Come on in. I played with so many people today. Seriously, everyone's pulling you left and right. Sind wir leidisch? Don't be afraid to tell them no, all right? But I want to help out. Except now you're really tired, aren't you? I can tell. Wie gesagt, Mutterinstinkt. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich den Partner nenne. Pflegemama Riley. You're still recovering. Don't push yourself so hard. Sorry I worried you. But... But what? I don't remember anything about before. So I want to make new memories with everyone here. Angie. Oh, but I'm okay. I feel fine. And everyone gives me treats when I help. Ja, das glaube ich. I ate a lot of candy. Oh. Maybe that's why I'm so sleepy. Then I think it's someone's bedtime. Okie dokie. Oh, but don't forget to brush your teeth. Wie eine Mutter, echt. Okay. Oh Mann. Memories. Eine neue Episode wurde hinzugefügt. Geschenk von oben, Rileys Plan. Making memories? Yep. We're going to give Andy a night she'll never forget. Something she can remember us by, even after her amnesia's cured. Who knows what else she'll remember? I don't know why, but I get the impression that girl feels pressured by something. Yeah, you may have a point there. She's always running around trying to assist anyone she bumps into. Last time, I saw her helping Andre in the engine room. He was impressed by how quickly she picked things up. Yes, I know. She may have potential as a nurse, but she'd make an amazing mechanic one day. She's a smart girl, and a hard worker to boot. Mm-hmm. That's part of her charm. It's no wonder the whole crew is head over heels for her. I think she's worried about her amnesia, though. She does all these chores to distract herself from it. So, will you help me? It's not like we got anything better to do. You gonna tell us the plan or what? Mm-hmm. Drumroll, please. Für den Schnitt kann ich aber nix. Geschenk von oben, Fest aller Geister. God, it's cold. Can anyone remind me why we're throwing a summer festival in the dead of winter? Quit whining. Come on, at least try to look happy. Here she comes. I saw the note to come to the mess hall and... Happy Feast of All Spirits, Angie! Süß. Und selbst Lina lächelt schön. Sorry if we surprised you. The Feast of All Spirits is a Gaulian holiday to show our love for the spirits of the earth.
It's also a day when we give presents to people we love. So was Ähnliches wie Weihnachten also. Oh, really? But I didn't bring anything. That's fine. All that matters is that you have fun. So here, start us off for us. Oh, weia. I got you something real good. The finest bacon from Einhemd. It smells kind of funny. Huh? Einhemd? How many months ago was that? Boah, Raz, ey, alter Junge. That's too bad. Maybe jerky would have lasted this long. You really thought rotting meat would make a good present? Entschuldigung. Ja. But I really like it. Thank you, Raz. Ach, wie sie versucht, das zu retten, süß. Alright, next. Your turn, Kai. Oha, Lina. Here you go. And this is... a bullet. Don't you think that's dangerous for a kid? Solange sie nicht die dazu passende Waffe hat, nicht. Made it myself. It opens up into a medicine bottle. I put a home remedy for upset stomachs in there. Oh, Lina. Schön. So you could even eat spoiled bacon and be just fine. Da freut sie sich. Okay, next. Your turn, Claude. Sorry. This was the best I could do on short notice. Kindgerecht. It's special stationery the Navy uses in the control room. Das ist kindgerecht, das ist auch in Ordnung. Wow, it's so pretty. Writing nourishes the brain, so maybe it can help you get your memories back. That was actually pretty thoughtful. For Claude. And last but not least, it's komm. My turn. Er ist nicht so ein Klotz wie Raz. All that build up for this? It's just a standard issue army jacket. Mm-hmm. Well, yeah. But it's one of my cute ones. And they altered it to fit Angie. Here, try it on. Ist doch noch ein bisschen zu lang. So warm. A little big on me, but... Süß. Thanks, Riley. And Raz, and Kai, and Claude, and everyone else. I'm so happy I met you all. I promise I won't forget you. Never, ever. No. You gave me so much. These presents, these memories. I'll remember them forever. Good work, squad. This mission wasn't exactly like our usual ones, but I think it went pretty well. Gibt's dafür Punkte und Geld? Dann Spaß. I'd say it went fantastic. Kleiner Spaß. You got that right. Dafür haben sie sich extra nochmal die Sommeruniform übergeworfen. I love you, Riley. Oh, schön. I love you too, Angie. Kapitel 12. Midnight Run. So schnell kann's gehen, Freunde. Nachschubmission. Up until now, the Centurion's gone from battle to battle with no resupplying in between. When the ship first left the coast, it carried with it more than enough fuel and ammo to complete the mission. However, thanks to all the unforeseen obstacles we've encountered, the Imperial ambushes, a forced detour, our supplies are already running thin, and we're nowhere near the Empire's capital yet. In particular, there's the backup engine. It requires an enormous amount of ragnite to keep it running. Right now, if we just charge on forward, there's a very real chance we'll run out of fuel. And
And if we get stranded in the middle of a frozen wasteland, it wouldn't just mean the failure of our mission. It would be certain death for everyone on board. Genau so sieht's aus. There's no other way around it. We need to restock our fuel and ammunition before they're gone entirely. So, our next destination is a port town on our new route. The Empire has been using it as a supply hub. This is no ordinary resupply mission. The fate of everyone on board the Centurion hangs in the balance. Wir hatten ja schon mal so eine Nachschubmission. Neue Episode wurde hinzugefügt. Mitternacht, unmittelbare Bedrohung. No matter how far we go, all you can see is snow. It's scary to think what would happen if we ran out of fuel. Have you heard of the Minette? The Minette? In the last war, there was a ship called the Minette with a crew of 20. They got stranded and drifted for days. But when they found the ship after the war, there was only one body. All they found of the other 19... Knochen. ...was just a big pile of bones in the kitchen. Nett. Don't say that! We would never go that far! One body? 100? It doesn't matter. We're still going to... Luf! The Centurion isn't like the Minette. We're not just drifting out here. Besides, we're surrounded by snow. At least fresh water won't be an issue. Anyone ever tell you you're too optimistic for your own good? Oh, du bist zu pessimistisch. We've got to keep our heads up somehow. But we can't keep this up forever. Please, Claude, save the Centurion. Eine neue Episode wurde hinzugefügt. Mitternacht, unbemerkt hinein. We'll be arriving at our deployment point soon. Prepare for land combat immediately. Leave it to me. I'll make sure y'all make it back safe. And the transport trucks, too. I've used every trick in the book to make it this far. We've been pushing the backup engine to run on empty. It's affecting the machinery. If we don't get some more Ragnite soon, the whole system could backfire on us at any moment. Das wäre nicht so gut. We'd be sitting ducks out here. I'd rather not wait for the Empire snipers to pick us off. They wouldn't even have to snipe us. They could just pull up a chair and watch us die. Ugh. I've got goosebumps just thinking about it. Das glaube ich sofort. We'll just have to take all the Ragnite the Empire's got, and their weapons and ammo while we're at it. Might need some more food too. We're almost out of bread. Aber man merkt auf jeden Fall schon mal, Lina ist befreiter. Sie redet jetzt mehr mit den anderen wieder. We don't have any eggs, milk or sugar either. If we had those, I could make some pudding for Angie. Fuel is our top priority. Some more food couldn't hurt. Remember, though, we're not pillaging. We're targeting military facilities only. I don't want any civilians caught in the crossfire. As for your assignations... Claude, do you have a moment? I made a list of all the supplies we need. Can we go over it? Perfect timing. Let's hash out who's gonna do what. Our first priority is fuel, and then... Munition wahrscheinlich. We park the transport trucks out back behind the warehouse. Then, we distract the guards. Transport trucks? Maybe I can go outside on one. Let's go, Rags! Eine neue Episode wurde hinzugefügt, aber liebe Freunde, das schauen wir uns an im nächsten Part. Wir sind mittlerweile in Kapitel 12, also wir sind... Ja.
paar Kapitel sind wir noch entfernt. Es kommen noch ein paar Kapitel, aber wir sind gut vorangekommen inzwischen. Liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Valkyria Chronicles 4 in der Complete Edition. Dann fahren wir fort mit Kapitel 12, Mitternacht. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss und vor allem bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.